Das sind die beiden Trainer, rechts Willi Kreuz und Heinz Binder, der GRK-Betreuer. Der SK Vöst ganz in Weiß, vor der Pause von rechts nach links. Die Linzer etwas unter Zugzwang nach der Niederlage in Krems, hier mit Jürgen Werner. Ein sehr kampfbetontes, aber auch ein sehr schnelles Spiel. Uwe Schmidt, gute Flanke, abgefälscht etwas und Sobel rettet vor dem anstürmenden Binder. Der SK Vöst übernimmt sofort das Kommando, drängt den GRK total in die Defensive. Das ist Metzler, große Möglichkeit, und Zivanovic im GRK-Tor. Etwas mehr als 2000 Zuschauer heute im Linzer Stadion. Wieder Jürgen Werner, der sich sehr bemüht, aber immer noch seiner Form nachläuft. Freistoß für die Linzer, Uwe Schmidt, Zellhofer, Dietmar Metzler und Tor. Nach 24 Minuten liegt der SK Vöst völlig verdient mit 1:0 in Führung. Es war übrigens das erste Saisontor von Dietmar Metzler, dem Vorarlberger, der zuletzt ein Jahr beim LASK gespielt hatte. Noch einmal der tempierte Freistoß, Zellhofer springt am höchsten und Metzler trifft ins kurze Eck. Und die Linzer liegen mit 1:0 in Führung. Hier der geschlagene Tormann Zivanovic. Die Linzer machen weiter Druck. Wieder Uwe Schmidt. Und immer wieder Zivanovic im Mittelpunkt des Geschehens. Der GRK in dieser Phase des Spieles ohne eine einzige Torchance. Immer wieder Standardsituationen und die Möglichkeit, Zeller war etwas überrascht. Das hätte das 2:0 für die Linzer sein können. Kurz vor Ende der ersten Spielhälfte erstmals der GRK mit dem aufgerückten Kogler, aber sein Schuss ist zu schwach. Die Grazer müssen ja auf Zisser, Werner Glieder und auf Walter Schachner verzichten und hier der gefährliche Grinder mit einem Kopfball. Pausenstand im Linzer Stadion, 1:0 für den SK Vöst. Frankie Schinkels, hier italienische Verhältnisse im Linzer Stadion. Frankie Schinkels fehlt bei den Linzern wegen einer Sperre. Dann wieder Jürgen Werner. Dietmar Metzler, Schütze zum 1:0 und er verzieht in dieser Szene. Aber dann wird der GRK etwas stärker, wird auch offensiver. Grinner und die erste große Ausgleichsmöglichkeit für die Grazer. Im ersten Match hat es ja ein 1:1 gegeben. Jetzt liegen die Linzer in Führung, die jetzt nur mehr sporadisch angreifen. Hier wieder mit Metzler. Und auch dieser Schuss trifft das Tor nicht. Hier wieder Kreuz, nicht ganz zufrieden mit seiner Mannschaft. Sie liegt in Führung und fällt immer mehr zurück. Brechern und der junge Linzer Tormann Meyer. Aber immer wieder jetzt der GRK, Jesenicznik. Gut gemacht von Jesenicznik und wieder Tormann Meyer. Aber die Chancen für die Grazer häufen sich jetzt. Freistoß Spirk. Jesenicznik. Und wieder Spirk mit einem guten Schuss. Aber der SK Vöst weiterhin mit 1:0 in Führung. Dann einige Turbulenzen im Strafraum der Linzer. Zunächst wieder Jesenicznik. Dann wird Brechern hier gestoßen. Dann Petter und Hösele und Schiedsrichter Steindl. Sie sehen es, zeigt sofort auf den Elfmeterpunkt. 11 Minuten vor dem Schlusspfiff. 11 Meter also für den GAK. Jesenicznik täuscht Tormann Meyer und das ist der Ausgleich in der 79. Minute. Völlig verdient der Spielstand. 1:1. Aber die Linzer haben dann noch die Möglichkeit auf den Siegestreffer. Wieder Jürgen Werner, er bemüht sich sehr. Das ist Zeller. Uwe Schmidt heute auch mit einer guten Leistung. Zellhofer verfehlt diesen Ball. Die beiden Teams trennen sich mit einem 1:1. Für den SK Vöst wahrscheinlich ein verlorener, für den GRK ein gewonnener Punkt.